Sand ist ein extrem relevantes Material und gleichzeitig ein Material, das klingt komisch, aber ein Material, das bald nicht mehr verfügbar sein wird. Weil Sand ist überall, Sand ist in Straßen, Sand ist im Glas, Sand ist in der Mikroelektronik, in den Bauteilen. Aber von der Art von Sand, die da reinfließt, gibt es immer weniger. I think the changes in the plant just went right off the top of the page. And the only thing that occurred at that time, no lighting of a match, nothing else, merely the imagery of fire. And I must say that as of 14 minutes along in that initial observation on the morning of February 2nd, 1966, my life just hasn't been the same. Interessant, faszinierende, abstoßende Dinge. Es gibt zum Beispiel schon für Hunde Identifikation über die Nasenstruktur. Das ist wie unser Fingerabdruck, die Nase von Wölfen, so unikat für jeden Wolf. Und es gibt so Apps, damit man einen eigenen Hund erkennt, da hält man dann das Smartphone hin und auf die Nase und dann weiß man, dass es sein Hund ist. Ja. Danke für die tolle Einführung. Ich kann eigentlich die ersten 5 Folien überspringen. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Wieder mal nach 12 Jahren oder so. Ich habe ja eben meinen Zivildienst gemacht. Das ist so ein bisschen eine nostalgische Erfahrung, jetzt auch für mich wieder hier zu sein. Okay, Geisterfall ins Paradies. Ein paar Worte jetzt vielleicht doch noch zu uns. Unser Name Offshore besteht aus Isabel, Seifert und mir. Eben Isabel kann heute leider nicht da sein. Normalerweise machen wir sowas gemeinsam, aber heute ging es leider wirklich nicht. Und ja, ich bin aus Wien. Isabel ist aus Magdeburg oder in der Nähe von Magdeburg. Und ich habe meinen Bachelor in Vorarlberg an der FHV gemacht. Isabel hat in Stuttgart studiert, an der Märzakademie. Und wir haben uns dann beide in Zürich an der ZHDK gefunden, weil wir dort einen Master in Editorial Design belegt haben. Und was man da hier sieht, ist unser Container in Zürich. Da arbeiten wir oder haben wir gemeinsam gearbeitet. Isabel ist noch immer dort. Ich bin gerade in Eindhoven. Dazu kann ich nachher noch mehr sagen. Genau, aber so sieht es bei uns aus. Ja, das ist der Versuch, so unsere Praxis zu beschreiben. Da kommen viele Dinge, Interessen, Medien zusammen. Man sieht, wir interessieren uns für Auftragsarbeiten, wir interessieren uns für Unterrichtsprojekte, wir interessieren uns für Publishing-Projekte, wir nehmen manchmal eine Rolle von Editoren ein oder Kuratorinnen, wir haben unsere Research-Projekte, das ist so ein bisschen ja, eine heterogene Praxis und unser Alltag sieht auch so ein bisschen aus wie hier die Krake mit den vielen Armen. Also recht, ja, so immer wieder was Neues. Man weiß nie, was kommt, aber irgendwie ergibt sich das so recht natürlich und fühlt sich oft trotzdem ganz okay für uns, denke ich. Genau, und was jetzt kommt, ist so ein bisschen Abriss aus unterschiedlichen Projekten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, aber selbstinitiierte Projekte, Auftragsprojekte, aber auch so ein bisschen ein paar Referenzen, ein paar Filmemacher, ein paar Illustratoren, die uns ja, inspirieren, die wichtig für unsere Praxis sind, die immer wieder so als Referenz aufpoppen. Genau. Und wir beginnen mit Verschwörungstheorien. He drew the world. He did a portrait of the world. It doesn't look like the world, but he drew a portrait, a landscape of the world as it operates, the world we're living in now, and the world that's yet to come. We are. We're in Mark's future. We are. And his future is fucked up. I
A few weeks after September 11th, an FBI agent called the Whitney Museum of American Art and asked to see a drawing that was on exhibit there. The piece was by Mark Lombardi, an artist who died by his own hand several years ago. Using pencil, Lombardi had created an intricate pattern of curves and arcs to illustrate the links between global finance and international terrorism. It's all public information. I am just reprocessing it. I am rearranging it in a visual format that's meaningful to me. That's basically what I'm doing. This is one way in which I can map the political and the social terrain, you know, in which I live. Das war ein kurzer Ausschnitt aus einer Dokumentation über den amerikanischen Konzeptkünstler Mark Lombardi. Wenn es interessiert, die gibt es online, die ist toll, ein sehr interessanter Künstler, der eigentlich oft wie ja, so ein Investigativjournalist schon agiert hat. Er hat diese sehr elaborierten Soziogramme zeichnet, wo er versucht hat, so Machtstrukturen eigentlich zu mappen, so ökonomische, politische Zusammenhänge von unterschiedlichen Akteuren in Beziehungen zu setzen und Relationen zu zeigen, die sonst eher im Unsichtbaren liegen. Und man sieht da eben, das ist vorher kurz angesprochen worden, teilweise hat er sich eben auch für prominente Politiker interessiert und hat dann Verbindungen zu ja, zum Beispiel Bin Laden-Familie aufgezeigt. Und ja, in den 90ern ist er immer bekannter und bekannter geworden, er hat dann noch eine Show gehabt in MoMA. Und seine Recherche ist so tief gegangen, dass sogar schon Journalisten und das FBI Gebrauch gemacht haben von seinen Gemälden oder seinen Zeichnungen. 2000 ist der Mark Lombardi dann auf ja, mysteriöse Weise unter sehr kontroversen Umständen verstorben. Das heißt, er hat Suizid begangen, aber man weiß nicht so genau, was mit ihm passiert ist. Ja, zurück bleibt so das Vermächtnis von diesen riesigen Soziogrammen, die er selbst als narrative Strukturen bezeichnet hat. Er hat einmal in einem Interview gesagt, dass was für ihn wichtig ist, und das hat er da kurz auch antönen lassen, ist so, über diese Linien und Knotenpunkte Sinn aus der Welt zu generieren, aus seiner eigenen Perspektive. Und das war für uns immer sehr inspirierend. Was auch noch faszinierend ist, wie er das gemacht hat. Also es war auch kurz antönt worden, hatte nur mit öffentlich zugänglichen Informationen gearbeitet, hat praktisch in Bibliotheken gelebt, hat extrem viele Bücher von anderen Journalistinnen gelesen und hat dieses Karteikartensystem entwickelt. Ich glaube, er hatte über 12.000 von seinen Karteikarten immer aufgeschrieben, einzelne Personen, welche Personen mit anderen Personen verknüpft sind. Und das war wie seine Basis, mit der er dann eigentlich ja, Geschichten generiert hat über visuelle, grafische Methoden, indem er ja transformiert hat, kontextualisiert hat, Dinge in neuen Bezug gebracht hat, über so ganz einfache ja, narrative Strukturen eben. Und ja, das ist vielleicht ein guter Einstieg für unsere Praxis, weil so diese Ideen vom Kontextualisieren, vom Erzählen, vom Visualisieren und auch von der Mediation, also der Vermittlung durch Grafikdesign oder durch visuelle Gestaltung, die liegt uns sehr am Herzen und es interessiert uns sehr. Genau, und wir beackern so in unserer Praxis immer wieder Projekte, die halt für uns relevant sind mit den Werkzeugen aus dem Grafikdesign. Aber gleichzeitig sind wir auch Grafiker mit Auftragsprojekten. So. Und jetzt will ich ein paar Projekte zeigen, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, wovon ich jetzt abstrakt gesprochen habe. Das erste Projekt, Migrant Journal. Was ich noch sagen muss, da hinten auf dem Tisch liegen so ein paar Ansichtsexemplare von unter anderem Migrant Journal und andere Publikationen. Gerne anschauen. Und es liegen auch noch Zeitungen dort zum Stapel. Gerne mitnehmen. Ihr könnt einfach genau einstecken und mitnehmen. Migrant Journal. Das Projekt hat so 2015, 2016 begonnen, als ja, die sogenannte Migrationskrise überall in den Medien war. Und ja, Menschen aus dem Mittleren Osten unter Umtrag waren, so humanitären Umständen,
ihren Weg nach Europa gesucht haben. Was wir damals bemerkt haben, war, dass die Debatte extrem polarisiert war auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch extrem flach. Also es gab wenig Raum für Betrachtungen, die in die Tiefe gehen. Es war so ein Schlagabtausch, sowohl von politischer Rechten als auch von der Linken. Und wir fanden das schade, weil wir fanden, Migration ist ein extrem komplexes Thema. Es ist auch nicht nur mit Bewegung von Menschen, aber auch mit Bewegung von Gütern, Geld, Informationen und so weiter zu tun hat. Und wir wollten so einen Raum schaffen, wo Menschen in die Tiefe gehen können. Deswegen haben wir dieses Journal ins Leben gerufen, das Migrant Journal hieß. Genau, und von Anfang an war eigentlich das Credo, 6 Ausgaben zu produzieren, die sich unterschiedlichen Schwerpunkten widmen. Zum Beispiel Across Country, die erste Ausgabe hat sich dem ruralen, dem ländlichen Raum gewidmet als Migrationsraum und versucht zu verstehen, wer migriert da, unter welchen Umständen migriert Menschen, aber auch Tiere oder Pflanzen oder ganze Landschaften. Also gab es zum Beispiel einen Artikel über Migration aus Südamerika, über Mexiko bis hin in die USA, so ein Porträt von den Migranten und unter welchen Umständen die Menschen dort leben und migrieren. Aber es gab auch einen Artikel zum Beispiel über die Schweizer-italienische Grenze. Das ist ganz interessant, weil durch den Klimawandel schmelzen da die Gletscher und die Grenze zwischen Schweiz und Italien ist teilweise über die Wasserscheide von diesen Gletschern, also den höchsten Punkt, die Spitze definiert. Und dadurch, dass die jetzt schmelzen, verändern sich die Grenzen. Ein Artikel hat sich zum Beispiel dem Phänomen gewidmet. Genau, und die restlichen 5 Ausgaben, ich kann nachher vielleicht mehr dazu sagen, aber haben sich zu den größeren Themenkomplexen Kapital gewidmet. Eine andere Ausgabe, dem Meer und dem Himmel als Migrationsraum. Da ging es dann zum Beispiel stark um Migration von Vögeln, von Walen, aber auch um nomadisch lebende Fischer. Genau. Die 4. Ausgabe, Dark Matters, da ging es um alles Dunkle, Verborgene, Heimliche, Illegale. In der 5. Ausgabe, Micro Odysseys, ging es um alles Kleine. Sand, atomare Partikel und so weiter. Und in der letzten Ausgabe ging es um kulturelle Migration, also wie Musik fließt, wie Moden fließen und sich von einem Ort an den nächsten weiterbewegen. Okay. Und wenn ich wir sage, das waren nicht nur Isabel und wir, sondern da gab es ein ganzes Team. Also Justine Jahre, der poppt nachher nochmal in anderen Projekten auf, war einer der Editoren. Michaela Büsse und Damaso Randulf und 2 weitere. Und deren Background ist so ganz unterschiedlich. Teilweise kommen die aus dem Journalismus, teilweise aus der Urbanistik, teilweise aus dem Design Research. Genau. Und wie man da sieht, auch wir waren nicht an einem Ort, es war alles so sehr verteilt und verstreut. Und, genau. Wir haben damals schon so viel, waren damals schon viel am Skypen. Bevor ich hier hinspringe, jetzt zeige ich schnell ein Video von, ich glaube, der 3. Ausgabe, damit man so einen ersten Einblick in das Magazin bekommt und ein bisschen besser versteht, was Inhalte sind, aber auch wie sich so strukturell aufbaut. This week's magazine is Migrant Journal. This is the 3rd issue and it is Flowing Grounds. And they explain in their introduction that for them, Flowing Grounds encompasses anything that is not solid land. So as you'd expect, there's lots of sea and lots of sky in this issue. And so I think it's appropriate that for their special colour, they've picked this kind of cyan, this bluey green metallic colour that they add into their photography. And so that means that where you get pictures with lots of natural blue or green in there, sort of like this, you see, they add this kind of unreal extra layer with their metallic ink that gives the photography, well, it really lifts the photography, but it also gives it this slightly, this almost too intense kind of effect. And so, for example, in a picture like this, so this is a photo series following the Bajau tribe in Indonesia and their traditional nomadic hunting lifestyle. So you see a guy here hunting octopus, freediving hunting octopus.
And these images just look absolutely incredible. You can see this story has been really built around the images. But then it also made me wonder, is there something else going on here? So a big part of the story, you see this guy here, is cyanide fishing. So this is a practice where they squirt cyanide into the water around fish, and then that allows them to catch the fish live for use in captivity. And then you see a fish here being given a cyanide antidote. It's absolutely crazy. I've never heard of this practice before, but it got me thinking. So cyanide is related to blue, to cyan. I think it's related to Prussian blue, and it just made me think. I wonder whether, in conceiving this story and this issue, have they thought, let's print a story which includes cyanide and include this extra cyan special color? It's the sort of thing that. Ich habe schon wieder vergessen, wie absurd das teilweise ist. Das war Steve. Sorry. Steve von Stack Magazines. Die haben unsere zweite Ausgabe vertrieben. Also die haben genau so ein Abo-Modell und wollten uns da mal dabei haben und dann auch die dritte Ausgabe gefeatured. Aber abgesehen von seinem Enthusiasmus ist es vielleicht ganz gut, um so einen Einblick ins Magazin zu bekommen. Genau, und jetzt haben wir schon ein bisschen gesehen, vielleicht, dass die Inhalte recht heterogen sind. Es gibt Fotostreiken, es gibt vielleicht eher wissenschaftlichere Beiträge, es gibt Beiträge, die journalistischer sind. Es stellt sich natürlich die Frage, woher kommen all die Inhalte? Und bei dem Publikationsprojekt war es so, dass wir immer so einen Open Call hatten am Anfang, wo man Leute, Journalisten, Künstlerinnen, Researcher, Akademikerinnen darum beten haben, Artikel vorzuschlagen für das jeweilige Thema. Und das hat eigentlich wahnsinnig gut geklappt. Wir haben da am Ende zwischen 120 und 150 Vorschläge bekommen und konnten dann jeweils auswählen, was am besten passt. Und natürlich gab es dann teilweise Lücken inhaltlicher Natur, bestimmte Themenfelder, die wir noch unbedingt haben wollten. Da haben dann unsere Editorinnen noch einen Artikel zum Beispiel geschrieben, oder Isabel und ich haben noch Inhalte generiert. Darüber rede ich ein bisschen später, wie das so passiert ist. Aber jetzt will ich ein Wort vielleicht dann doch, weil wir auch Grafiker sind, über die Grafik verlieren. Ich habe ja gerade gesagt, die Inhalte sind so sehr heterogen, auch das Bildmaterial, das Textmaterial war sehr unterschiedlich, da sehr kurze Texte, sehr lange Texte. Ihre schlechte Bilder, Low-Res-Bilder von Researcherinnen, aber dann auch irgendwie Bilder, die aus der Kunst kommen, aus der Fotografie und wahnsinnig gute Qualität haben. Die Frage war natürlich, wie bringt man all das zusammen und wie generiert man über 6 Ausgaben hinweg so ein konsistentes System, das am Ende so als Paket funktioniert. Und ja, unsere erste Antwort darauf, die ist vielleicht so ein bisschen offensichtlich, weil es geht ja auch es geht um Migration und es geht um Bewegung. Und wir mussten da natürlich an den Atlas denken und die Fähigkeit vom Atlas, ja, Bewegung zu verorten, sichtbar zu machen, Zusammenhänge zu zeigen, die geografischer Natur sind, aber auch zeitlicher. Wir haben uns dann über ein Jahr hinweg unterschiedliche Atlanten angeschaut und versucht, ein visuelles System zu kreieren, das über die 6 Ausgaben hinweg in unterschiedlichen Abwandlungen funktioniert. Genau. Und was man dann, wenn man hinten durch die Magazine schaut, deshalb auch immer wieder sieht, sind Infografiken, Karten, Versuche von Visualisierung von Datenmaterial. Das beginnt gleich am Anfang, wenn man das Magazin aufschlägt. Im Innencover gibt es immer eine Verortung von all den Artikeln, die in der jeweiligen Ausgabe vorkommen. Und wenn man dann weiter durchs Magazin geht, ist, ich würde jetzt mal sagen, sicher jeder zweite oder jeder dritte Artikel mit einer Infografik noch was sehen. Fragt man sich vielleicht, woher kommen diese Infografiken? Die kommen von Isabel und mir. Wir hatten die Freiheit, Infografiken und Karten für die Artikel vorzuschlagen, wo wir es relevant fanden, wo wir vielleicht auch gespürt haben, es gibt da noch eine Perspektive, die es hinzuzufügen gäbe, oder vielleicht eine Perspektive, die Perspektive am Text ein bisschen bricht, oder vielleicht auch einfach nur einen anderen Zugang zum Artikel verschafft. Manche Artikel sind sehr lang zum Beispiel und sehr textlastig gewesen, dann hat es einfach gut an so einen alternativen visuellen Zugang zu schaffen zu dem Thema.
Genau, also diese Kartografie und Infografik-Ebene war so eine Konstante, die sich durch alle sechs Ausgaben gezogen hat. Eine andere war die Schrift. Wir haben für das Projekt eine eigene Schrift gestaltet, weil, ich habe es vorher gerade im Gespräch kurz erwähnt, wir finden so, ja, also der Buchstabe ist einfach wie das kleinste Basiselement von so einem Magazin. Der kommt immer und immer wieder vor. Und wenn man die Form von dem kontrollieren kann, kann man ganz viel von der Atmosphäre von so einer Publikation kontrollieren. Genau, und wir haben dann auf Basis von einer bestehenden Schrift eine eigene Schrift gestaltet, die so ein bisschen versucht, die Idee von Bewegung und Grenzen mit aufzunehmen. Also es gibt runde Formen, wo man an Bewegungen von Menschen gedacht haben, vielleicht durch eine Landschaft, die eher ja, organisch ist, vielleicht weniger linear, und dann aber auch den Moment, wo die Menschen oder auch die Informationen, die Güter auf eine Grenze treffen, wo es dann plötzlich einen Stopp vielleicht gibt oder einen Richtungswechsel. Und genau daher kommt die Idee von, oder der Versuch, so dieses Organische mit was Eckigerem, was Härterem zusammenzubringen. Genau, und die Schrift, die kommt dann eigentlich auch überall vor. Die wird mal größer gesetzt für die Artikelanfänge oder für ein Lied, aber die wird auch für den Lauftext selbst verwendet. Ein anderes Identitätselement, wenn man so will, ist die Farbigkeit. Jede Ausgabe hat so ein spezielles Farbklima. Wenn ihr nachher dann schaut, hinten bei den Druckausgaben sieht man es besser, es sind oft so Farben mit Metallpigmenten drin, die ergeben so ganz seltsame Effekte, teilweise in der Fotografie vor allem. Da kippt das Bild teilweise so weg und man sieht im Fall gar nichts mehr. Ja. Und wir fanden das noch ganz, ganz interessant eigentlich, weil in dem Magazin geht es auch darum, die Perspektive auf Migrationsrecht zu brechen oder zumindest einen neuen Vorschlag zu machen. Und der Moment der Irritation hat uns dann auch ganz gut gefallen. Genau. Und das waren nicht nur Gestaltungselemente, die so die Kohärenz von dem ganzen Projekt gesichert haben, sondern auch so redaktionelle, editorische Formate, die immer wieder aufpoppt sind. Ein so ein Format war zum Beispiel die Fotostrecke. Also hier links oben zum Beispiel sieht man eine Fotostrecke von einer Doppelseite. Von der zweiten Ausgabe, in der es um Kapital, also den Fluss von Geld, Information oder Arbeitsmigranten ging. Und die Fotostrecke hat sich dann Steueroasen zum Beispiel gewidmet. Zwei italienische Fotografen haben versucht, an unterschiedliche Orte, die als Steueroasen definiert sind, zu kommen und diese Orte zu porträtieren. Sind eigentlich nicht Orte, also sind oft nur Briefkasten dort sehen oder leere Villen. Genau, ein anderes ganz gutes Beispiel ist vielleicht das links unten in der fünften Ausgabe, wo es um alles winzige, Partikelhafte geht. Gab es eine Fotostrecke von einer Fotografin aus Singapur zum Thema Sand. Sand ist ein extrem relevantes Material und gleichzeitig ein Material, das klingt komisch, aber ein Material, das bald nicht mehr verfügbar sein wird, zumindest in der Form, wie wir es brauchen. Weil Sand ist überall, Sand ist in Straßen, Sand ist im Glas, Sand ist in der Mikroelektronik, in den Bauteilen. Genau, aber von der Art von Sand, die da reinfließt, gibt es immer weniger. Und ja, da gibt es ganz ihre Effekte deshalb und Konsequenzen. Es gibt zum Beispiel Sandmafias, die über Nächte ganze Strände stehlen. Natürlich hat es auch ihre ökologische Konsequenzen, wenn da plötzlich ein Strand fehlt, die Fische und das Ökosystem, das sich dort so manifestiert hat, kommt da natürlich auch nicht mit. Genau, und all das untersucht die Fotografin in dem Beitrag. Ja, und vielleicht hat man schon ein bisschen rausgehört, Isabel und ich, wir waren so Grafiker, Art-Direktoren von dem Magazin, aber auch Co-Editoren. Und das heißt, unsere Aufgabe war es neben der Gestaltung von den Layouts und den Infografiken auch Generierung von Bildmaterial. Dazu haben wir oft mit Illustratoren oder Fotografinnen auch zusammengearbeitet, die dann ja, speziell für das Thema oder einen bestimmten Beitrag Bildmaterial für uns erarbeitet haben. Für uns als Agentur war das extrem
wertvoll, so unterschiedliche Arbeitsmethoden und unterschiedliche Illustratorin, Fotografin, 3D-Artists kennenzulernen. Aber ja, manchmal gab es auch kein Budget, um das zu machen. Und dann ist das Magazin auch so ein bisschen zum Spielfeld für uns selber geworden und wir haben begonnen, selber zu illustrieren, selber zu fotografieren. Und das sind zwei Beispiele für einen der oberen Beiträge, da ging es um Lithium. Und so ein bisschen die Frage, wie Lithium eine Substanz ist, die in der Lage dazu ist, unsere mentale Gesundheit sichern und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat als Substanz. Jetzt mittlerweile steckt sie in ganz vielen Batterien und hat so ein bisschen den Status als mentale Stütze verloren. Genau, und im unteren Artikel geht es um die Immigration von Samen, Pflanzensamen, die genau ihren Weg von Italien nach Dänemark antreten haben, innerhalb von Skulpturen von einem Künstler. Und die sind da verpackt worden in Italien nach der Ausstellung und dann haben dann die Reise mit dem Truck oder der Bahn Richtung Dänemark antreten und in Dänemark sind sie dann verstreut worden, unabsichtlich beim Auspacken und dadurch hat sich die Pflanze in Dänemark etabliert. Also eine vielleicht eher ungewöhnliche Form von Migration, über die man nicht so oft hört. Genau, und vielleicht kann ich noch mit einem Beispiel mehr darüber sprechen, wie unsere Rolle innerhalb von dem Magazin war, wenn es um die Generierung von neuem Material ging. Teilweise haben wir nicht nur Bildmaterial produziert, teilweise haben wir eben auch ganze Artikel zusammen mit unserem Editor Justy geschrieben. Und ein gutes Beispiel dafür ist aus der 5. Ausgabe ein Artikel über CERN. CERN wisst ihr wahrscheinlich, an der Schweizer-französischen Grenze, ist ein Labor für Atomphysik und ist ein interessantes Thema, da diese Teilchen-Collider, der riesig ist, einen riesigen Radius hat, sie haben unterschiedlich große, aber die gehen alle, die starten in der Schweiz und gehen ins französische Territorium hinein und kommen wieder in die Schweiz. Und wenn wir Millionen von Teilchen pro Tag so transnational rumgeschossen. Und für uns als Magazin über Migration war es natürlich spannend, einerseits, weil die Partikel da permanent die Grenze überschreiten, aber auch, weil ein politisch und diplomatisch interessanter Ort ist. Dadurch, dass so diese Grenzen zwischen Schweiz und Frankreich gibt, gibt es ganz interessante Konstellationen, wie zum Beispiel Reinigungskräfte, die einen Arbeitsvertrag in Frankreich haben, aber dann auch mal einen Schweizer Teil des CERNs gehen, um zu putzen und da plötzlich gilt dann ihr Arbeitsvertrag nicht mehr oder nimmt eine andere Form an. Genau, und uns haben so diese Geschichten interessiert, die hinter der Institution stecken. Und deshalb sind wir dorthin zusammen. Isabel ist da links, das ist Schüssi rechts. Ich bin am Fotografieren. Und haben dann einen Pressetag bekommen und eine Führung durch das Datencenter und das Kontrollzentrum vom CERN. Und ja, daraus ist dann ein Artikel entstanden, der einerseits so eine Art Reportage ist, was den Text betrifft, aber andererseits, und das ist auch ganz typisch, so unterschiedliche Ebenen hat von Erzählung. Es gibt die Textebene, aber es gibt die Bildebene, die ist wie so ein Substrang von Erzählung. Und es gibt dann aber auch Infografiken und Kartografie, der wiederum wie so Einschub ist oder ein erzählerischer Einschub. Genau, und über all die Ebenen bekommt man wie unterschiedliche Zugänge oder unterschiedliche Perspektiven auf den spannenden Ort. Genau, und dann, ja, wann war das? 2018, glaube ich. Nein, Frühling 2019 ist die letzte Ausgabe dann erschienen, die 6. Und seitdem gibt es keine gedruckten Ausgaben mehr. Die meisten Ausgaben sind auch schon ausverkauft. Und weil im Zuge von dem Projekt auch immer wieder die Frage eben auftaucht, ist ja, wie viel kostet das? 20 Euro, ganz schön viel. Ist das für alle zugänglich? Wo wird das überhaupt distributiert? Warum ist das in Südamerika zum Beispiel nicht so gut erhältlich oder an anderen Orten nicht? Haben uns jetzt dazu entschieden, all den Inhalt auf einer Online-Plattform
zugänglich zu machen. Es ist noch nicht online, aber wir arbeiten gerade dran. Das ist so, ja, einfach so ein Sneak Peek. Und da die Idee ist dann, dass man alle Artikel lesen kann, runterladen kann. Alles ist über Querverweise und Tags miteinander verbunden. Und es soll auch ein Research-Tool sein, vielleicht für Leute, die tiefer in die Themen gehen wollen. Genau. Wieder Zeit für eine Referenz. The Secret Life of Plants. Abgesehen von unserer Faszination für Migration hat sich in den letzten Jahren noch so eine Faszination für Pflanzen entwickelt. Denn sein Anfang hat das so ein bisschen mit dem Buch genommen. Vielleicht kennt ihr das, das schwirrt ja auch im Moment so ein bisschen rum, oder eigentlich schon vor 2-3 Jahren schwirrt das ein bisschen rum. The Secret Life of Plants, so ein Buch aus den 70ern von Peter Tompkins und Christopher Bird. Das Buch ist so ein Versuch eigentlich, Pflanzen in den 70ern neu zu verstehen, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Sehen, dass sie nicht nur passiv sind, sondern auch aktiv Entscheidungen treffen, miteinander kommunizieren, vielleicht sowas wie Intelligenz sogar besitzen. Und das macht das Buch auf mega interessante Weise, weil teilweise hält sie sich an Wissenschaft fest, aber teilweise hält sie sich auch an New Age-Theorien fest oder mystischeren Theorien fest. Und wenn man sich vorstellen kann, ist das Buch verrissen worden von den Wissenschaftlern zur damaligen Zeit. Aber nichtsdestotrotz hat es einen mega Pflanzenboom ausgelöst, zumindest in den USA. Alle Leute haben plötzlich Zimmerpflanzen gekauft und haben begonnen, so wie hier in dem Film, der dann später Ende der 70er draus gemacht worden ist, versucht mit den Pflanzen zu sprechen und eine Beziehung aufzubauen. Und Technologie hat da auch eine wichtige Rolle gespielt, wie man hier sieht. Da ging es darum, elektronische Ströme von der Pflanze abzugreifen und dadurch vielleicht eine Art von Kommunikation schaffen. Aber es gab auch Versuche der Telepathie mit Pflanzen, die da drin beschrieben worden sind. Unter anderem ist auch die These aufgestellt worden, dass Pflanzen klassische Musik von Mozart präferieren im Vergleich zur Rockmusik. Genau. Und es gibt eine zentrale Figur, die in dem Buch vorkommt und auch in dem Film immer wieder sehen ist, die ist immer wieder in Amerika bei Geheimdiensten vom CIA, Cleve Baxter, ein Spezialist für Lügenerkennung über Lügendetektoren. Ich habe einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. February 2nd, 1966. I'd been in the polygraph field full-time for 18 years. And this particular morning, I'd been working all night in the laboratory and had decided to water a plant in the lab, very similar to the plant here, Dracaena cane plant. My thought was that as the moisture arrived to the leaf of the plant, the plant should be a better conductor, and I should get a reading on the chart. Well, strangely enough, I didn't get this at all. And in fact, it did just the opposite. Instead of the tracing edging upward as it should have on the chart, it went into sort of a wild excitation, very similar to the first part of a human taking a polygraph test. But then it occurred to me, just about 14 minutes along, what would be the real optimum threat to the well-being of a plant. In fact, the imagery of fire entered my mind, and I not only thought, but I fully intended to burn the very leaf that was being tested with a match. Now, I had no matches in the room at the time, and I don't smoke, and I had to go next door to my secretary's area to get a match. But the interesting thing is that right at the split second that imagery of fire entered my mind, the tracing reflecting the changes in the plant just went right off the top of the page. And the only thing that occurred at that time, no lighting of a match, nothing else, merely the imagery of fire. And I must say that as of 14 minutes along in that initial observation on the morning of February 2nd, 1966, my life just hasn't been the same. Cleve Baxter. Ja. Er hat seine Erkenntnisse dann auch in mehreren Research Papers niedergeschrieben, die sind auch noch online zugänglich. Und genau, was irgendwie auch vielleicht auf den ersten Blick absurd aussieht, es hat sich mittlerweile doch ein bisschen auch in der so wissenschaftlichen Community
etabliert, nämlich so die Tatsache, dass Pflanzen tatsächlich sowas vielleicht wie Schmerz spüren und kommunizieren können und zumindest so Agency haben. Genau. Und das sind so Erkenntnisse, die auch in das nächste Projekt reinspielt haben. Welcome to Borderland. Ich habe ja vorher schon kurz erwähnt, dass Justinier, der Editor von Migrant, ab und zu wieder aufpoppen wird. Das ist eines von den Projekten. Er ist nämlich 2021 von der Biennale in Venedig, der Architekturausgabe, um einen Research-Beitrag gebeten worden und hat sich damals stark für Pflanzen interessiert. Pflanzen wie die hier, vielleicht kennt ihr die, Japanese Knotweed. Die Pflanze hat eine interessante Geschichte, die ist eigentlich aus dem asiatischen Raum oder ist da eigentlich, das ist ihr Habitat sozusagen, ihr natürliches. Ende vom 18. Jahrhundert ist dann aber nach Europa verschifft worden, weil die Leute dachten, sie sieht schön aus. Und war vor allem eine so ornamentale Pflanze, hat sogar einen Preis bekommen in Holland für die schönste ornamentale Pflanze, ich glaube 1856 oder so. Genau, und wie es oft so ist bei Pflanzen, hat die dann aber ihre eigene Reise begonnen, so über Züge zum Beispiel oder indem es mit Schiffen gereist ist oder einfach auch nur vom Wind die Samen weitertrieben worden sind, hat es bis nach Großbritannien geschafft. Und wie man auf dem Bild sieht, ist die Pflanze relativ so robust und stark. Die hat so die Eigenschaft, dass auch durch Beton kann und sich da die feinen Ritzen sucht, um durchzubrechen. Und in Großbritannien ist das heute ein großes Problem für den Immobilienmarkt, weil die als invasiv gilt und so große, also das Ausmaß einfach so riesig ist von diesem Japanese Knotweed, dass ganze Häuser befallen sind und permanent renoviert oder gar abgerissen werden müssen. Und es ist interessant, wie sich dann so der Diskurs um die Pflanze verändert hat, vom ornamentalen, ästhetischen Pflanzengebilde hin zum invasiven, wo es dann auch plötzlich so Ideen von nationaler Identität gibt, und welche Pflanze gehört eigentlich zu Großbritannien, was ist ursprünglich und was ist nicht ursprünglich, was gehört hierher, was gehört nicht hierher. Genau, und die Fragen haben den Justinier umtrieben, also inwieweit eigentlich die Migration von Pflanzen so mit unseren Ideen von Grenzen und Territorien und politischen Regionen korrespondieren oder nicht. Und wenn sie es nicht machen, inwieweit uns das dann was darüber sagen kann, wie wir leben, wie unsere politischen Grenzen konstruiert sind und so weiter. Und er hatte die Idee, eine Installation zu machen für so einen Raum bei der Biennale und wollte also eigentlich ein Essay vortragen lassen über Sound. Hat uns gefragt, ob wir Bilder dazu machen können. Und eben, wir waren gerade eh total in dem Pflanzenthema, also wunderbar gepasst. Und haben uns gerade so für die Taxonomien von Pflanzen interessiert, weil genauso wie vielleicht Menschen denken, dass gewisse nationale Konstrukte so durch Grenzen absteckbar sind, machen sie das auch bei Pflanzen. Es gibt streng definierte Taxonomien, wo man sagt, die Pflanze endet hier und die nächste beginnt da. Und das ist vielleicht hilfreich für die Wissenschaft, aber in gewisser Weise kommt es auch, oder wird es so nicht dem dynamischen, fluiden Geflecht von Ökologie gerecht. Und wir fanden es dann interessant, das zu hinterfragen und neue Pflanzen zu zeichnen, die sich irgendwo dazwischen bewegen, also die eigentlich gar nicht so diesen Taxonomien entsprechen oder wo Taxonomien nicht greifen, wo die vielleicht keinen Sinn machen. Genau, wir haben dann so fiktionale Pflanzengebilde gezeichnet auf der Basis von bestehenden unterschiedlichen Pflanzen, durch die inspiriert. Ich würde sagen, man denkt, es sind Pflanzen, teilweise mehr, teilweise weniger vielleicht, aber sie sind seltsam, sie sind komisch, bewegen sich irgendwie so dazwischen. Genau, und davon haben wir ganz viele gezeichnet, ich glaube über 25, und damit dann diesen Raum mehr oder weniger tapeziert bei der Biennale. Gleichzeitig gab es diese Soundinstallation, die dann permanent abgespielt wurde.
Und ich spreche dann nachher nochmal kurz drüber. Wir hatten ein Stipendium in Holland unter Jan van Eyck. Dort hat man auch nochmal die Möglichkeit, das auszustellen. Und haben wir dann mit der Risografie gearbeitet, um diese, ja, diese Verläufe auch noch reinzubringen und so ein bisschen vielleicht auch was Technoideres mitschwingen zu lassen. Der Donut. Ja, genau, das wurde dann im Gang ausgestellt. Okay, Zeit für die nächste Referenz, A New Language. Das ist das Cover vom Codex Serafinianus, ein Buch, das auch in den 70ern gemacht worden ist, von einem italienischen Architekten, Künstler, Designer, Luigi Serafini. Und das sieht vielleicht auf den ersten Blick wie so ein normales Lexikon aus, aber wenn man reinblättert, tun sich ganz seltsame Gebilde auf. Das Buch folgt so dieser enzyklopädischen Ordnung, also es gibt so Kategorien von Menschen, Tieren, Pflanzen, Objekten, aber die sind alle, man sieht sehr fantastisch, sehr surreale Gebilde. Also es gibt die Krokodile beim Sex, die plötzlich mit der Matratze verschmelzen und eins werden. Es gibt Tomaten, die bluten. Es gibt Pflanzen, die Spinnengewebe, Blüten offerieren. Es gibt alles. Es gibt nichts, was es nichts gibt. Es ist auch ziemlich dick, hat ein paar hundert Seiten. Und was noch zusätzlich dazu kommt, ist nicht nur diese surrealen Objekte, Gebilde, Lebewesen, sondern es ist auch eine Schrift, die man gar nicht lesen kann. Also das, was man da unten sieht, ist asemisch, sagt man, also Fantasieschrift. Es sieht nach Schrift aus, ist aber keine Schrift. Es ist auch über irgendwie Jahre jetzt versucht worden zu entschlüsseln, aber nicht, noch nicht passiert. Ja. Und man weiß auch nicht, ob es überhaupt was bedeutet. Und, ja, aber nichtsdestotrotz, wunderschönes Buch. Und der Luigi Serafini ist mal im Interview gefragt worden, ja, was das soll oder was seine Motivation dafür ist und was eigentlich die Absicht ist von dem Buch. Und er hat einen extrem schönen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, er will, dass das so ein Buch ist für Erwachsene, wie viele Bücher für Kinder sind, die noch nicht lesen können. Wenn man sich vorstellt, man ist noch ein Kind, man kann noch nicht lesen. Was sieht man? Man sieht irgendwie Zeichen, die bedeuten noch nichts für einen, und man sieht Bilder, zu denen man vielleicht auch oft noch gar keinen Bezug hat, wenn es noch kein, also wenn es jetzt kein Kinderbuch ist. Und den Effekt hat es hier auch, immer die Imagination wird so triggert eigentlich dadurch, und man wird irgendwie so dazu aufgefordert, jetzt sich wie aktiv zu involvieren und zu überlegen, was das bedeutet und in welchem Bezug die einzelnen Elemente zueinander stehen. Und so diese Strategie vom Fiktiven und Spekulativen, die fasziniert uns. Elements, ein Publikationsprojekt während unserer Zeit an der Van Eyck. Wo beginne ich am besten? Die Elements ist eine Ausstellungsreihe von unterschiedlichen Museen in einer Region, die nennt sich Euregio-Region. Das ist eine Region in Belgien und im Süden von Holland und in den Niederlanden. Und die Idee war eigentlich von dieser Elements-Serie, dass jedes Museum eine Ausstellung zu einem Element macht, das relevant war für die wirtschaftliche Entwicklung von der Region. Also manche Museen haben dann, ein Museum hat Aluminium thematisiert, ein anderes Museum hat Haut thematisiert, wieder ein anderes Museum hat Eisenerz thematisiert. Genau. Und so gab es so eine Serie von unterschiedlichen Beiträgen. Und, die Jan van Eyck Akademie, ja, die ganze Serie hat uns dann eigentlich darum gebeten, einen Ausstellungskatalog dazu zu machen. Und ja, wir haben ja gesagt und fanden aber irgendwie die Ausstellung so spannend, aber so, wir wollten nicht einfach das Konzept, also die Ausstellung eins zu eins abbilden, wie es passiert sind, sondern ein bisschen mehr machen, und haben uns dann überlegt, was heißt Elements für uns, was sind die Elemente, auch vielleicht in einem zeitgenössischeren Verständnis, und mussten dann relativ schnell so an
ja, an ökologische Krisen, an Klimawandel denken und diese Phrase vom Kampf mit den Elementen oder gegen die Elemente, die da immer wieder aufpoppt. Also wenn man irgendwie an extrem starke Stürme denkt, wo Luft oder der Wind präsent sind oder eben Verwüstung, Desertifikation von ganzen Gebieten, wo die Erde so präsent ist. Und wie so die Grundelemente, die immer wieder aufpoppen, auch bei Buschbränden, wie wir es jetzt unlängst erst erlebt haben, überall ist das Feuer so präsent. Und für uns war das wie irgendwie eine extrem interessante Basis, diese Elemente zu thematisieren. Und gibt es ja auch eine ganze Geschichte dazu. Die vier klassischen Elemente, später soll noch eins dazukommen: Feuer, Luft, Erde, Wasser. Und die Theorie war so ein bisschen eigentlich, dass man die gesamte Welt aus Zusammensetzung dieser vier Grundelemente erklären kann. Die Theorie gab es in Griechenland, die gab es auch in Indien und in China in ein bisschen unterschiedlichen Formen, aber so die Grundidee war überall mal da. Und wir fanden diese Annahme mega interessant, dass man wie Grundelemente hat und mit denen spielen kann, indem man sie kombiniert und neu kombiniert und rekombiniert, um was über die Welt von heute, aber auch über die Welt von gestern vielleicht zu erfahren. Und ja, eben, also es ist ja, die haben ja eine irre lange Tradition in der Kunst, aber auch in der Alchemie, die vier Elemente. Das ist so eine allegorische Darstellung aus dem 16. Jahrhundert, wie die vier Grundelemente nicht nur die materielle Welt beeinflussen, aber vielleicht auch die spirituelle, die psychologische. Also wir als Menschen können bestimmten Elementen vielleicht zugeordnet werden. Die Vögel symbolisieren den Himmel, also die Luft, Feuer, Erde und Wasser mit den Fischen ganz unten. Genau, und das ist wie eine Form von Elementdarstellung, aber es gibt dann auch andere neuartigere Vermischungen, dachte man, wie das. Das ist Plastiklomerat oder Plastiklomerat. Das ist in der Geologie eine Art von Gestein, die jetzt in den letzten Jahren definiert wurde als sozusagen zulässig. Und der Plastiklomerat ist eigentlich nur die Vermischung von unterschiedlichen natürlichen organischen Substanzen, also Stein, Sand, zusammen mit Plastik. Also das Plastik hält dann diese unterschiedlichen Substanzen zusammen. Genau, das ist jetzt wie eine geologische Gesteinskategorie. Und ja, genau, so diese Art von Symbiosen. Aber auch so die Idee von Alchemie hat uns interessiert. Und auf der Basis haben wir dann das Buch gestaltet, aber auch editiert. Wir haben zusammen mit einer dritten Editorin, der Jessica Gieser, das Buch editiert und dann gestaltet. Ja. Und in dem Buch spielen wir auch mit den Ideen von Transformation, von Alchemie. Wir nutzen unterschiedliche Farben, die wir in unterschiedlicher Weise überdrucken, um neue Farben zu generieren. Wenn man das Buch aufmacht, das liegt eh auch dort hinten, hat man so eine riesen Klappe, wo man unterschiedliche Transformationstechniken aus der Magie sehen kann. Lernt man zum Beispiel, wie man Feuer manipuliert oder bändigt oder wie man Feuer atmen kann. Genau, und das sind jetzt ein paar Innenansichten. Wir haben das Buch dann so aufgebaut, das ist ein bisschen ähnlich wie Migraine, vielleicht auch unterschiedliche Autorinnen, unterschiedliche Perspektiven auf dieses Elements-Thema bringen. Dann wird dann zum Beispiel zwei Comic-Beiträge, die haben die Rahmen, die Publikation eigentlich, einer ist ganz vorne, einer ist ganz hinten, einer ist mehr so Sci-Fi-Elements, der andere Beitrag ist mehr eine Persiflage auf Elemente in der Kunst- und Ausstellungsszene. Dann haben wir noch Fotografen um Bildbeiträge beten und im Buch gibt es drei Bildstrecken von fotografischen Projekten, die sich zum Beispiel wie hier Elemente so im urban-ruralen Raum widmen oder Elementen in der Geologie und wie es die Wissenschaft reproduziert. Genau. Und abgesehen von diesen visuellen Beiträgen, den Comics und den Bildstrecken, gab es natürlich, also gab es auch Textbeiträge, zum Beispiel über Botox. Dazu kann ich nachher mehr sagen, wenn es euch interessiert.
Aber auch ein Beitrag über Düngemittel zum Beispiel und wie dadurch die Erde manipuliert wird, produktiver gemacht wird und so weiter. Genau. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber wo sind all die Ausstellungen, von denen ich vorher gesprochen habe, die eigentlich das Thema waren? Und die sind immer zwischen diesen Beiträgen auf so orangenen Seiten. Man sieht es dann nicht so gut, aber die Seiten sind so ein bisschen kürzer, weniger breit als der Rest. Und innerhalb von den Seiten haben wir die einzelnen Institutionen interviewt und sie gefragt, wer oder was ihr Element eigentlich ist, welches Geschlecht es hat, ob es giftig ist, ob es schon mal vorher in ihrem Museum gab und so weiter. Genau. Und am Ende gab es noch ein paar Bilder von deren Ausstellung. Okay. Die letzte Referenz, die ich euch zeigen will, ist wieder ein kleiner Film. Ich spiele ihn ab und sage nachher was dazu. Democracies of the West, a new ideology has risen up. We have come to believe that the old hierarchies of power can be replaced by self-organizing networks. From internet utopianism to the global economic system, and above all, the ecosystems of the natural world, today we dream of systems that can balance and stabilize themselves. Without the intervention of authoritarian power. But in reality, this is the dream of the machines. It reflects how they are organized. It has nothing to do with nature. And as a model for human society and for politics, it is wholly inadequate in the face of the powerful, dynamic forces that really dominate the world today. This is the story of the rise of the dream of the self-organizing system and the strange machine fantasy of nature that underpins it. The MOL is... Ja, das war ein Auszug aus Overwatched Over by Machines of Loving Grace von Adam Curtis. Viele von euch kennen den Filmemacher wahrscheinlich. Für uns ist der sehr wichtig, weil ich finde, der es immer wieder auf großartige Weise schafft, bestehendes Footage, so Material aus der Realität zu nehmen und durch unterschiedliche Schnitttechniken, durch unterschiedliche Arten von Musik, die er drüber legt, die wie neu zu deuten und uns einen neuen Blick darauf zu ermöglichen. Und die Methoden sind extrem faszinierend und inspirierend, finde man. Und gleichzeitig ist er auch so jemand, der einfach nur in Archiven lebt. Also all diese Filme stehen ja für die BBC, über die BBC. Und er lebt einfach im Archiv der BBC. All das Footage kommt von irgendwie Filmen und Sendungen von der BBC aus den letzten 50, 60 Jahren. Kann man sich ja vorstellen, wie lange er braucht, um die zu finden. Okay, jetzt noch das, will ich noch das letzte Projekt vorstellen. Das ist auch so ein Langzeitprojekt von Isabel und mir. So ein selbstinitiiertes Projekt wieder, das vor 2 Jahren ungefähr begonnen hat und noch immer läuft eigentlich. Das heißt Managing the Wild. Und wir haben damit begonnen an der Jan van Eyck Akademie, wo wir so ein Stipendium hatten für 1,5 Jahre. Das ist da
im Süden, ganz im Süden von den Niederlanden in Maastricht. Und es ist ein toller Ort. Es ist ein Riesengebäude mit über 40 Studios. Und wenn man von der Institution genommen wird, so wenn seine Bewerbung akzeptiert wird, dann bekommt man einen Studioplatz oder auch monatlich ein bisschen Geld, kann dort die Werkstätten benutzen. Und das Tollste ist, man ist umgeben von wahnsinnig vielen interessanten Menschen, die ganz interessante Praktiken haben. Also Künstlerinnen, Architekten, Designerinnen, Gestalter, Autorinnen, genau, sind da alle so auf einen Haufen geworfen. Und das war eine wahnsinnig tolle Zeit für uns, wo wir viel gelernt haben. Und abgesehen davon auch an einem großen Projekt gearbeitet haben, eben Managing the Wild, in dem es um die Rückkehr von Wölfen geht in die Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, generell in Westeuropa, würde ich sagen. Ich muss vielleicht kurz aufholen, damit man den Zusammenhang besser versteht. Das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, Wölfe waren ja für ganz lange Zeit ausgestorben, über Jahrhunderte hat man die ausgerottet, weil sie im Weg standen für Urbanisierung, Waldrodung, aber auch zu einer expandierenden Landwirtschaft, hat ihren Lebensraum immer weiter verkleinert. Und das ging dann so weit, dass eigentlich Mitte der 1950er gar keine Wölfe mehr gab in Westeuropa oder so gut wie keine mehr. Und dann erst langsam in den 70ern, 80ern haben sich Umweltbewegungen formiert und sich eben für den Schutz vom Wolf stark gemacht. Und langsam sind dann erste Gesetze formuliert worden. Die Berner Konvention war irgendwie 1980 oder so. Und dann, genau, langsam, so ist das auch in EU-Regulierung, Gesetze einflossen. Und heute gilt der Wolf als geschützt. Er steht auf der roten Liste, darf eigentlich nicht geschossen werden. Und deswegen kehrt er jetzt auch, ja, ich weiß nicht, ob man auch langsam sagen kann, aber immer mehr zurück. Es gibt immer größere Populationen in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Genau. Und die Rückkehr vom Wolf, die wirft natürlich jetzt einige Fragen auf. Fragen, wie wir uns als Menschen dazu verhalten. Unterstützen wir das? Blockieren wir das? Verhalten wir uns neutral? Gibt es das überhaupt? Und dann aber auch die große Frage, können Wölfe überhaupt neben so einer extrem dichten und ökonomisierten Kulturlandschaft existieren, wo Nutztierhaltung betrieben wird, die Tourismusindustrie riesig ist und das, was wir als Natur bezeichnen, nutzen will und die Jagd mega groß ist. Also ja, genau, es gibt viele drängende Fragen und viele Möglichkeiten für Konflikte. So. Und, in Österreich ist es ein bisschen anders als in der Schweiz, aber die Schweiz hat sich wegen dem Konfliktpotenzial dazu entschieden, das sogenannte Wildtiermanagement oder Wolfsmanagement einzuführen. Das ist im Grunde ein Programm, das versucht, über Technologie und Wissenschaft den Wolf besser zu verstehen, zu analysieren, zu verstehen, wo er sich bewegt, wie er sich bewegt, ob er zu nah an menschliche Siedlungen kommt, ob er zu nah an Nutztiere kommt, ob er Nutztiere reißt, falls er Nutztiere reißt, wie viele Nutztiere reißt, bla bla bla. Und es gibt dann so einen ganzen technologischen Apparat, der eingesetzt wird dafür. Es gibt GPS-Sensoren, es gibt irrsinnig viele Kamerafallen, die über Nachtsichtgeräte teilweise funktionieren oder so thermische Bildtechniken. Es gibt auch DNA-Analysen von Kot, Urin, Haaranalysen, es gibt Spurensuche. Also es ist so CSI-mäßig eigentlich für Wölfe. Und das alles wird eben dazu gemacht, um so ein Wolf-Monitoring betreiben zu können, ohne Lücken, so dass man immer weiß, welcher Wolf, also Wölfe haben dann Nummern, 1105, 1103, wann die wo gesehen worden sind und mit welcher Art von Beweismaterial sie lokalisiert worden sind. Genau. Und das war für uns eine wahnsinnig spannende Ausgangslage, weil man einerseits das Gefühl hat, das System, dieses technologisch-wissenschaftliche Überwachungssystem ist überhaupt nicht präsent so in der Öffentlichkeit, darüber wissen ehrlich, fanden wir total wenig Leute. Man weiß, der Wolf ist da, er ist geschützt, es gibt Konflikte, aber
der Überwachungsapparat, der agiert im Dunkeln. Und er hat halt auch gewisse Konsequenzen und gewisse Motivationen und folgt zu einer gewissen Ideologie. Und das hat uns interessiert, einerseits den sichtbar zu machen, aber dann im nächsten Schritt auch Fragen drüber zu stellen, ja, was will der eigentlich, was ist damit möglich und was ist auch vielleicht nicht möglich für Wölfe oder Menschen. Und wir haben dann begonnen, unser eigenes Wolfsmanagement-Programm aufzuziehen, indem wir Bilder generiert haben, die einerseits diese Überwachungstechniken zeigen, aber andererseits auch versuchen, darüber hinauszugehen und zu verstehen, wohin die Reise gehen könnte über so spekulativere Methoden. Vielleicht bleiben wir kurz bei den sozusagen realistischeren. Wir waren dann zum Beispiel dabei, Wolfsschädel abzumessen, Wolfspfoten abgemessen, so wie das Ökologen machen von den Wolfsmanagement-Instituten. Wir haben uns begonnen, für die Haare und das Fell von Wölfen zu interessieren, weil das wahnsinnig viele Informationen birgt. Oft, wenn zum Beispiel Schafe gerissen werden und der Wolf flieht oder danach eben nicht mehr auffindbar ist, bleiben Haare vom Wolf zurück. Und die nimmt man dann oft, um zu eruieren, ob das überhaupt ein Wolf war oder ein Hund. Man schneidet die dann auseinander und zieht so Querschnitte mit gewissen Strukturen, die darauf hindeuten, ob es eben Spezie Wolf ist oder Spezie Nicht-Wolf. Genau, das ist so der Hintergrund unserer Produktion. Wir haben natürlich nicht mit lebenden Wölfen gearbeitet und irgendwie festgehalten und um sie jetzt fotografieren. Wir waren dann an unterschiedlichen Orten, wo wir Präparate fotografieren durften, wie zum Beispiel im Naturhistorischen Museum in Bern, waren in der Tierpathologie in Bern und haben dort auch Leute interviewt. Und wir waren natürlich auch viel draußen und haben dort fotografiert. Genau. Das nächste ist übrigens ein Fuchs. Unten ist kein Wolf. Ein bisschen kompliziert. Aber in Bern kann man wie Tierpräparate ausleihen für so einen Tagespreis. Also 50 Stutz und hier kommt ein Wolf. Und sie hatten da keinen Wolf mehr, aber haben uns das nicht gesagt. Und dann haben sie einen Fuchs gegeben. Ja. Aber wir sind dann nochmal zurückgekommen und haben sie dann bestochen mit Schokolade und dann haben sie aus dem Keller das Wolfspräparat geholt, das fällt um. Genau. Ja, und dann haben wir gleichzeitig natürlich an der Van Eyck von den Werkstätten Gebrauch gemacht und dort ganz viel auf unterschiedlichen Methoden produziert. Das sieht man später noch ein bisschen besser, was für Techniken da zum Einsatz kommen sind. Genau, also wir haben uns den Haaren gewidmet, aber auch Fäkalien, also Kot ist ein Riesenthema für Wölfe, weil man sieht da natürlich drin, was die gegessen haben, ob da Schafsfleisch drin oder Muskulatur drin ist oder Kuhmuskulatur oder wie die Diät generell so ist, ob die Wölfe gesund sind oder nicht gesund, ob Wölfe entnommen, also geschossen werden müssen, weil sie krank sind. Ja, also Fäkalien sind wichtig für die ökologischen Forscher. Genau, wir haben so, jetzt hat man schon ein bisschen gesehen, ganz viele Bilder produziert, die diesen Apparat sichtbar machen und zeigen, was gerade passiert. Aber wir haben dann eben auch versucht, einen Schritt weiter zu machen und geschaut, was könnte in Zukunft passieren und uns ganz viel Forschung zum Thema Wolfsidentifikation, Wolfsmonitoring angeschaut. Und ja, da trifft man so auf interessant, faszinierende, abstoßende Dinge. Es gibt zum Beispiel schon für Hunde Identifikation über die Nasenstruktur. Das ist wie unser Fingerabdruck. Die Nase von Wölfen ist so unikat für jeden Wolf. Und es gibt so Apps, und damit man einen eigenen Hund erkennt, da hält man ein Smartphone hin und auf die Nase und dann weiß man, dass es sein Hund ist. Und in Japan gibt es in der Nutztierhaltung schon ein ganzes Qualitätssicherungssystem, das auf diesem Nasenabdruck von Kühen zum Beispiel basiert. Ja. Ist der Nasenabdruck wie das Identifikationsmerkmal, das sich von der Weide sozusagen bis zum Endprodukt, das der Konsument im Kühlschrank beim Supermarkt sieht, hält der Nasenabdruck das wie zusammen und macht die einzelne Kuh identifizierbar. Und ja, es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass sowas bald für Wölfe gibt. Wir haben dann Nasen von Wölfen fotografiert
Und uns überlegt, ja gut, wie sieht so ein bürokratischer Apparat aus, der obsessiv Nadelabdrücke dokumentiert? Vielleicht so. Genau, aber das Ganze ist natürlich wieder nicht mit echten Bolzenabdrücken, sondern mit einer Orange, die einen sehr glaubwürdigen Abdruck geliefert hat. Also ihr seht schon, es geht irgendwie darum, ein bisschen vielleicht auch zu provozieren oder Fragen aufzuwerfen darüber, wie weit man gehen sollte, was das bewirkt, was für Mechanismen dafür notwendig sind, was für Systeme, genau, und vor allem auch, was für ein Bild man dadurch vom Wolf zeichnet. Aber dazu sage ich nachher noch ein bisschen was. Eine andere Methode, die es wahrscheinlich schon sehr bald geben wird, ist Iris-Erkennung für Wölfe, Retina-Erkennung, je nachdem. Es gibt es eben auch schon für Nutztiere. Da kann man das Individuum über Retina-Scans tracken, sieht dann so aus. Und es ist eh nicht überraschend, all das hat so eine große Verwandtschaft, befremdliche Verwandtschaft zu Biometrieverfahren, die an Grenzen genutzt werden, um Menschen zu identifizieren, wie zum Beispiel an der EU-Außengrenze oder jetzt auch vor ein paar Jahren von Indien eingeführt worden, dass jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin Iris filmen oder fotografieren lassen muss und dadurch in der Datenbank erfassbar ist. Und wir haben das dann als Anlass genommen, um uns zu überlegen, ja, was heißt das für Wölfe? Wir haben eigentlich was sehr Einfaches gemacht, den Prozess der Übersetzung vom Auge, das so sehr komplex ist in seiner Struktur, mit der Iris, da links oben, bis hin zum digitalen Code, den man dann am Ende bekommt, wenn man diese Iris-Erkennung betreibt, erhält. Genau, das ist so ein stufenartiger Prozess. Man sieht, wie so, es eigentlich immer abstrakter wird, immer einen Schritt mehr Richtung 0 und 1, Richtung Schwarz und Weiß, wie aus so komplexen Mustern, Verstrebungen, einfache Abfolgen werden von Schwarz und Weiß eben. Und dann, gerade beim Auge vom Wolf ist das total interessant, weil in der Vergangenheit haben viele Ökologen gesagt, mega spezieller Moment, wenn man einen Wolf sieht und in die Augen blicken kann, dass das so viele Leute verändert oder zumindest irgendwie trifft, weil man so ein bisschen mit einem anderen Lebewesen in Kontakt kommt. Und es ist natürlich eine interessante Frage, was jetzt passiert, wenn die Möglichkeit immer seltener da ist, weil Wölfe vor allem über Kameras identifiziert und überwacht und gesehen werden und sozusagen die Möglichkeit von diesem Blick dann ersetzt wird durch dieses kühle Abtastverfahren, das sehr technisch ist und am Ende einfach eine Abfolge von Bits und Bytes so ermöglicht. Also hat vielleicht auch was relativ Technisches, aber relativ Entfremdendes und vielleicht auch ein bisschen was Gewalttätiges dadurch. Genau, wir haben die dann auch geprägt, weil wir empfinden, das hat extrem was von Fingerabdruck. Genau. Und dann, da gibt es keine Grenzen, was so die Entwicklung betrifft. Es gibt wahrscheinlich auch relativ bald automatische Gesichtserkennung oder zumindest Erkennung von Wölfen auf Basis von vielen Technologien, die auch gerade an Menschen erprobt wird. Das ist so wie ein geometrisches Verfahren, um gewisse Landmarks im Bereich des Kopfs vom Wolf zu eruieren. Und wir haben uns angeschaut, was heißt das eigentlich? Was sind das für Algorithmen? Was sind das für Bilder, die da im Hintergrund durch mathematische Verfahren und Abtastungen entstehen? Und ja, klar, die Bilder sind sehr abstrakt, wahnsinnig eben kühl, wahnsinnig irgendwie weit weg vom eigentlichen Lebewesen. Und wir finden, das sagt viel aus über den Versuch vielleicht auch der Kontrolle und den Versuch der Distanzierung zu dem Lebewesen. Das ist ein Ausschnitt von der Ausstellung, die wir dann an der Jan van Eyck hatten mit dem Projekt. Und da viele der Fotos in eine neue Erzählung zusammenpackt
Und was man in der Mitte als erstes gesehen hat, was so ein bisschen creepy war, ist das, vielleicht so ein bisschen die Kumulation oder so der, ein Höhepunkt, wo das alles reinfließt, was ich jetzt vorher erzählt habe, nämlich so dieser Kontrollversuch über Technik und Wissenschaft von Tieren, von Pflanzen, von Ökologie. Das, was man hier sieht, ist eine Leiterplatte. In elektronischen Geräten gibt es ja immer diese Leiterplatten, wo Bauteile drinstecken und die über diese Kupferbahnen verbunden sind. Und das ist das. Sorry. Genau, man sieht in der Mitte so das menschliche Auge und rundherum eigentlich das, so das Ökosystem, und wie es in Bezug zueinander steht und wie es kontrolliert wird. So wie eine Infografik auf einem anderen Medium eigentlich. Ja, und was man auch kurz gesehen hat vorher, war diese Fotowand. Das ist das letzte Beispiel, das ich jetzt noch zeige von der Ausstellung. Was man da im Hintergrund, das sind wie zwei Ebenen, oder im Hintergrund sieht man so ganz viele kleine Bilder und davor Landschaftsbilder. Wenn man ein bisschen ranzoomt, sieht man, dass die hinteren Bilder Kamerafallenbilder sind. Wir haben alle Kamerafallenbilder des Schweizer Wolfsmanagements, die sind online verfügbar. 2500 Bilder auf eine Wand gepackt und genau, und davor dann Landschaftsaufnahmen, die wir selber analog gemacht haben, gehängt. Und es ist ganz interessant, was das dann für einen Effekt hat. Stellt einfach auch, finde ich, extrem die Frage, wie man Landschaft sieht, wie man sie liest, vor dem Hintergrund der Rückkehr des Wolfs und vor dem Hintergrund dieser sehr technischen Betrachtungsweise von Wolf. Genau. Und das Projekt geht jetzt auch weiter im nächsten Kapitel, das eigentlich schon begonnen hat. Dieses Jahr widmen wir uns so mehr der Mythologie, der Geschichtsschreibung, den Narrativen rund um den Wolf, weil die auch eine irre große Bedeutung für die politische Debatte rund um das Wolfsmanagement hat. Genau. Ich habe überlegt, ob ich das sagen soll, aber ja, ich sage es ja, morgen geht unser Projekt schon direkt weiter, weil wir eine Nacht auf der Kuhweide verbringen werden, um Kühe vor Wölfen zu beschützen. Weil in der Schweiz gibt es eine Freiwilligenorganisation, die Leute sucht, die dazu beitragen, eben Kühe zu schützen. Und man steht dann auf der Alp rum mit einer Wärmebildkamera und schaut, ob Wölfe kommen, und falls Wölfe kommen, hat man eine Pfeife, glaube ich, und pfeift dann. Und man schreit den Wolf, glaube ich, an. Aber wir müssen uns die Dokumente nochmal genau durchlesen. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Christoph. Also mich jetzt total inspiriert und zwar so unglaublich befreiend, wie weit weg ihr mal vorerst geht von der eigentlichen Aufgabe und wie viel Raum ihr euch da zugesteht und Zeit, offensichtlich diese ganzen Aspekte abzuklopfen und auch das Skurrile und das Absurde reinzulassen und dann irgendwann, oft waren dann nur die letzten zwei Bilder dann das Ergebnis, aber das fand ich unglaublich schön, dieses Verhältnis von wahnsinnig viel zulassen und das dann zu konzentrieren oder zu komprimieren. Das sollte man vielleicht die Tiroler Wolfs, oder das sollte man vielleicht für die Tiroler mal vorschlagen, statt der Hinterhunde mit der Menschen oder Hinterhinder auf die Alm zu schicken. Oder vielleicht kann man es auch in Tiroler mal ausstellen oder so. Also sehr relevant bei uns das Thema. Gibt es Fragen? My question is more about your personal aspect, like in the beginning you showed us the container, and as well the idea to have like a studio, inside of the container. And I was curious, like, how to relate your design practice within this, more, I think, in the beginning of the design process, when you have to, work your ideas out and like thinking long term, like,
again, your ideas, your good stuff, and you didn't lay out together. So, of course, far in front of your computer. But how do you relate your design practice in the early stages of the project? Or how do you link with your space? Like, do you spend a lot of time in there? Or in a container. Yeah. Yeah. Not like to explore if you have another favorite. I see what you mean. Yeah. It's not easy to, like, in the beginning we were like, how should I put it? We were a lot in the container. We didn't go so much outside. We were sitting a lot in front of our computers and kind of getting inspiration more from, you know, reading or just pure experimentation, our studio. But within the last years, I have to say, like, going out, going on field trips, getting new experiences, also meeting different people, meeting scientists, meeting journalists, like also the example with CERN, for example. The importance increased and increased over time more and more. It's also really enriching. That's how we kind of maybe move forward a little bit as well. Because at some point, I don't want to generalize, but maybe you get stuck a little bit in your studio, and then it's just so refreshing to go outside and, you know, see something new, see a new environment, learn something new, also have a bodily experience maybe. So it's very important for us these days, but not so much in the past, I would say. Yeah. Does it actually answer your question? Totally. Yeah. Okay. Because I wasn't sure. Sonst jemand, dem sich eine Frage aufdringt? Ja, nur ganz kurze Frage. Wie hat der Künstler dieses Buch gemacht, wo quasi die Umkehr, die Kinder halt lesen, wenn sie es auch schon mal. Ja, Luigi Serafini. Ah, danke, das ist auch schon mal. Das Buch heißt Codex Serafinianus. Ja. Das war sehr schön. Ja, ich wollte eigentlich eine Frage, ich dachte, ob ich das fragen soll, aber ich meine, das ist Migrant Journal. Habt ihr da, war das ein gefördertes Projekt, wo ihr das finanziert habt können? Also eine banale Frage, wie finanziert ihr diese fantastischen Projekte? Das ist eine super Frage. Das habe ich jetzt verschwiegen hier. Ja, das war auch gar nicht so einfach, ehrlicherweise, weil das Projekt relativ, also was heißt relativ, das war halt international ist. Wir waren nicht von einem Land. Ja. Wir haben auf Englisch publiziert. Und zum Beispiel, also Isa und ich konnten dadurch nicht in der Schweiz für Förderung anrufen. In vielen anderen Fällen ging es uns auch so. Ich meine, in Frankreich mit einer englischsprachigen Publikation und Förderung anzufangen, ist eh unmöglich. Und dann war auch noch Brexit, also so Förderungsgesamtkatastrophe. Aber wir haben ganz am Anfang von unserem Projekt einen Kickstarter gemacht. Und das war eigentlich, ja, das war eigentlich das Beste, was wir machen konnten, weil dadurch haben wir einen gewissen Betrag mal für die Produktion von der ersten Ausgabe bekommen. Und danach hat sich das Projekt immer über den Verkauf von allen Ausgaben finanziert. Ja, also ganz unterschiedlich. Am Anfang 800, die waren dann gleich weg, dann haben wir nochmal 800 Druck. Dann eigentlich kontinuierlich immer mehr. Dann dieser Steve von Stack hat mal irgendwie eben in seinem Abo Migrant haben wollen, da waren es dann plötzlich sehr viele. Aber am Ende waren es so um die 2.500, 3.000. Ja. Ja, und genau. Und dadurch, dass wir immer genug verkauft haben, ein halbes Jahr lang oder ein paar Monate lang, konnte man dann den Druck für die nächste Ausgabe bezahlen und die einzelnen Autoren, die Texte schreiben und Bilder einreichen und so weiter. Genau. Ja. Ja. Und zwar finde ich das Volksprojekt eigentlich mega, mega spannend und hochaktuell, gerade hier in Tirol. Da wollte ich fragen, was ist von euch so quasi euer Antrieb, das Ziel dahinter, das Langfristige, weil das geht jetzt schon auch seit längerer Zeit. Habt ihr da eine bestimmte Motivation, Menschen aufzuklären, oder was ist da so der Hintergrund? Ist es mehr so investigativ? Was ist da so das Ziel am Ende? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Darüber diskutieren wir auch viel. Zwei.
Ja, das Projekt hat ein bisschen unterschiedliche Ebenen, glaube ich auch. Aber ich glaube, das, was uns mal antreibt, oder das erste Antreiben hat, ist das, was ich gesagt habe, erstmal dieses technologisch-wissenschaftliche System sichtbar zu machen. Und in einem zweiten Schritt dann Fragen aufzuwerfen. Ich glaube, wir sind jetzt nicht so die eine Message, eine klare haben. Wir sehen uns weniger als Aktivisten in dem Projekt. Uns interessiert dann vielleicht mehr eine, nennen wir es mal, künstlerische Position, wo man wie auch vielleicht Widersprüche zulässt und die einfach mal in den Raum stellt und vielleicht hofft, dass sich dadurch eine Diskussion drumherum ergibt und Leute selber ihre Antworten finden oder eine Perspektive drauf. Genau, ich glaube, das ist so der Ansatz. Aber ehrlich gesagt, es gab auch immer wieder Momente, in der Schweiz zum Beispiel gab es eine Abstimmung vor 1,5 Jahren über die Frage, ob Wölfe jetzt mal ganz vereinfacht geschossen werden dürfen, ohne großartige Genehmigung und so. Und da war dann schon eine Diskussion von uns, sollen wir uns da sozusagen über unsere Arbeit involvieren. Das Ding war einfach, zu dem Zeitpunkt hat das unsere Arbeit nicht wirklich hergeben, weil die relativ, ich würde jetzt mal sagen, die ist nicht so hau drauf, eindeutig, die ist so vielleicht ein bisschen subtiler, würde ich jetzt sagen. Und die eignet sich vielleicht nicht so gut für den Aktivismus, wo es besser ist, wenn man vielleicht eindeutigere Botschaften hat. Und genau, das war aber so ein Punkt, wo wir uns überlegt haben, uns dann aber dagegen entschieden haben, mit der Arbeit sozusagen Aktivismus zu betreiben. Ich glaube, das habe ich jetzt auch verschwiegen, aber Schreiben ist noch ein anderer Teil unserer Praxis und da ist es bei uns dann irgendwie vielleicht auch einfacher, wenn wir mal Position beziehen wollen. Ja, ein, zwei Texte über dieses Kamerafallensystem zum Beispiel geschrieben und darüber, was das macht und wie das funktioniert in der Schweiz. Und genau, da ist wie eine andere Ebene der Äußerung dann und der Positionierung. Die Abstimmung rausgegangen in der Schweiz? Ja, es war eben vollkommen Schweizer. Ja, das Konzept war einfach komplett irre, weil du konntest eigentlich weder für noch gegen was stimmen, weil es total widersprüchlich konzipiert war. Also war einerseits ging es darum, dass man Brücken baut für Wildtiere, also Korridore über Autobahnen, damit sie nicht über die Straße laufen, was ja eigentlich gut ist. Aber gleichzeitig, wenn man dafür gestimmt hat, hätte man auch dafür gestimmt, dass Wölfe leichter geschossen werden dürfen. Das heißt, man am besten stimmt man überhaupt nicht ab oder so. Ich weiß auch nicht, aber es war halt wirklich sehr seltsam konzipiert, ja, die Initiative. Ja. Was gibt es zur Botox noch zu sagen? Viel. für Elements, ich habe da einen Text über Botox geschrieben und Botox ist einfach mega interessant, weil es nicht nur zur ästhetischen Kosmetik benutzt wird, sondern eine wahnsinnig lange Geschichte hat als Kriegswaffe, weil es so deine Atmung lahmlegt und immer wieder erprobt worden ist von unterschiedlichen Laboren in der Sowjetunion und auch in Deutschland und in anderen Ländern als Kriegswaffe. Ist aber zum Glück nie eingesetzt worden. Und ja, es gibt da so einen Ort in Russland, das artet jetzt ein wenig aus, unterbricht mich nicht. Der ist Aralsk 7, das ist so eine Insel im Aralsee, kommt aus einem, ich glaube, es sind so Überreste vom Zweiten Weltkrieg, wo man versucht hat, Anthrax und Botox dort in Massen zu züchten. Und das Labor ist dann von einem Tag auf den anderen stillgelegt worden, beziehungsweise geschlossen worden, weil die europäischen Staaten davon Wind bekommen haben und es eigentlich nicht sein hat dürfen, weil es einen Sperrvertrag gab und so weiter. Und dann haben sie einfach alles Anthrax und Botox im Boden dort vergraben. Und das liegt jetzt dort noch immer. Und mittlerweile ist es nicht vergessen, aber vielleicht weniger drängend. Und, Unternehmen haben begonnen, Ölbohrungen zu machen. Der Teil vom See wird touristisch erschlossen. Das war wieder ein Aufhänger für den Artikel. Ja. Du wolltest das wissen. Ja, ich wollte noch fragen, wie
Also es scheint sich wirklich, euer Interessensquell ist sehr, sehr breit. Also alles kann euch triggern, in die Tiefe zu gehen, oder? Aber alles kann uns triggern, ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir können an der Bar noch weiterreden. Ich bedanke mich sehr herzlich nochmal für deinen Vortrag. Ich darf ganz kurz noch, wir haben ein echt dichtes Programm ab jetzt. Also ich lade herzlich ein, auf die nächsten Male dabei zu sein. Ausstellungseröffnung nächsten Donnerstag, Staatspreis Design. Mit einem interessanten Begleitprogramm, wo es auch um Kreislaufdenken im Design geht, um experimentelle Zugänge. Wir haben davor einen ganz praktischen Online-Workshop, der gratis ist, über Urheberrechte für Designer, Designerinnen, mit einem relevantes Thema. Wir haben am 7. Oktober erstmals in Innsbruck einen Open Studio Day, wo wir Grafiker-Designerinnen einladen, ihre Türen zu öffnen und also interessierte Öffentlichkeit reinzulassen. Also wer sich daran beteiligen möchte als Designstudio, bitte bei uns melden und sonst als Besucher, Besucherin. Wir haben am 8. Oktober einen total spannenden Stick-Workshop, wo es um das Sticken für den inneren Frieden, aber auch am Frauenbild geht, mit der Heidi unter anderem. Also hat schon einmal stattgefunden, sehr zu empfehlen. Und wir haben total viele andere Workshops, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Gerne auch die Plakate draußen konsultieren. Wir freuen uns, euch wiederzusehen und jetzt auf ein Bier. Danke.